Und wo wir schon bei manipulierten Inhalten im Netz sind, die Plattform X hat den Suchbegriff Taylor Swift vorübergehend sperren lassen. Dem vorhergegangen waren mittels künstlicher Intelligenz bearbeitete Fotos, die die Sängerin ganz nackt zeigen sollen. Binnen weniger Stunden mit Dutzenden Millionen Aufrufen. Madeleine Grohmann zeigt, wie schockierend einfach sich so etwas mittlerweile herstellen lässt. Plötzlich ein Nacktfoto im Netz. Das kann jeden treffen, der von sich ein Foto im Internet hat. Denn bereits ein Bild reicht aus, damit künstliche Intelligenz die Kleidung quasi wegretuschiert. Es war gar nicht viel Recherche notwendig, um Webseiten oder Apps zu finden, die solche Nacktbilder generieren. Und es ist erschreckend, wie unkompliziert es geht. Sogar ganze Pornos können so von beliebigen Personen angefertigt werden. Und es sind allen voran Frauen, die Opfer von solchen sexualisierten Fälschungen werden. Das Problem ist nicht neu. Durch die generierten Nacktbilder von US-Sängerin Taylor Swift rückt das Thema nun aber wieder verstärkt in den Fokus und zeigt, wie gefährlich KI werden kann. Die Technologie, mit der solche Deepfakes erstellt werden, ist in der Welt und die kriegen wir leider auch nicht mehr weg. Es gibt hier die Open-Source-Modelle, die komplett unkontrolliert sind, die man einfach nicht mehr in die Schranken weisen kann. Und daneben gibt es aber auch Hersteller, die ein Geschäftsmodell machen mit diesen Dingen. Da muss man durchaus hinschauen und sich vielleicht auch überlegen, ob diese Geschäftsmodelle nicht verboten gehören. Zudem gehen immer noch einige Social-Media-Plattformen nachlässig mit solchen Fälschungen um, so die Expertin. Ich habe Twitter, also jetzt X, einen Deepfake-Porno-Kanal gemeldet. Das ist schon wirklich Monate her. Der ist bis heute online. Und da werden in einer Tour die Rechte von Frauen, die Würde von Frauen verletzt. Wer selbst Opfer solcher sexualisierten Darstellungen wird, der sollte das bei der Plattform melden und anschließend zur Polizei gehen.